eine schwedische Autobahn nachmittags aus und wir sind kurz vor Stockholm, will ich nicht sagen, ich würde sagen vor Jönköping. Und ich sag mal, vergleich das doch einfach mal ein bisschen mit dem Ruhrgebiet. Auf gut ausgebauten schwedischen Straßen geht es langsam weiter. Hallo, grüße euch. Wir sind hier am Rolstorpsjön, mitten im schwedischen Småland. Pfeife schmeckt hervorragend, gefüllt mit Orlik Golden Slice. Und heute gibt es Bratkartoffeln Westernart vom Grill. Dazu Texas Steaks und Texas Pute. Und ihr seht, geangelt wird auch. Also was wollen wir mehr? Jetzt trinken wir erstmal noch ein Bier, rauchen ein Pfeifchen. Bis gleich. Heute machen wir was ganz Besonderes. Heute machen wir eine schwedische Smörgåstårta. Da wird Toastbrot und Krabben werden da geschichtet und Lachs, da gibt es dann hinterher ein ganz tolles Ergebnis. Das zeige ich euch dann. So. So, nach diesem leichten, wunderbaren Essen, war ein bisschen Mayonnaise dran, ein bisschen kalorienreich, gibt es jetzt hier diesen wunderbaren Nachtisch, nämlich einen leckeren Gordon's Dry Gin. Und da kommt ein bisschen Tonic drauf, ein bisschen Eis und das passt hier jetzt wunderbar. Und dann gehe ich ein bisschen spazieren und morgen früh fangen wir neu an. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Morgen. Ich sitze hier in unserem Camp, auf unserem Bootssteg. Die ersten Angler sind schon rausgefahren. Ihr seht, hinter mir sind keine Boote mehr. Und ja, ich wollte euch mal einen Tabak hier aus Schweden vorstellen. Schweden ist ja nicht so das Pfeifenraucherland. Aber die haben trotzdem den einen oder anderen passablen Tabak. Heute stelle ich euch mal einen Tabak vor von der Scandinavian Tobacco Group. Und zwar ist es der Hamiltons. Das ist dieser hier. Der ist so einzustufen wie der McBaron, den es bei uns an jeder Ecke zu kaufen gibt. Den gibt es hier in dem einen oder anderen Tabakshop, ist aber vergleichsweise teuer. Der kostet hier 160 Kronen 50 Gramm. Das sind in Deutschland ungefähr 16 Euro. Und dieser Tabak ist ein naturbelassener Tabak oder naturnaher Tabak. Ist kaum Aroma wahrnehmbar, bis auf die Tabake, die drin sind. Und es schmeckt recht würzig. Ich glaube, er hat auch einen guten Anteil an Burley und verschiedene Virginias sind drin. Ein bisschen Cavendish wahrscheinlich. Und wie ich finde, dieses McBaron-typische Casing, das da drauf liegt. Vom Tabakbild her ist ja recht fein geschnitten. Ich zeige euch das mal gerade. Lässt sich
wunderbar in die Pfeife einbringen und raucht sich wunderbar, sowohl mit wie auch ohne Filter. Also wenn ihr mal hier oben in Schweden seid, das ist eine echte Alternative, wenn euch der Tabak ausgegangen ist, weil er schmeckt sehr lecker. Das Abbrandbild ist einwandfrei, brennt ganz leicht runter, bleibt hinterher nur noch ein bisschen graue Asche rüber, so wie es sein soll. Und wie gesagt, lässt sich wunderbar stopfen. Ein echter Tabak, auch für Anfänger geeignet. Ja, vielleicht noch so viel zum Pfeife rauchen in Schweden. Die Schweden rauchen relativ viel die Falkenpfeifchen mit Papierfiltereinsatz oder aber auch ganz ohne Filter. Und was mir aufgefallen ist, die normalen 9mm Filter gibt es hier gar nicht zu kaufen. Also wenn ihr hier seid, denkt daran und ihr seid auf Filter angewiesen, bringt euch reichlich Filter mit, weil sonst werdet ihr hier relativ große Probleme haben, euer Pfeifchen zu genießen. Wir sehen uns wieder bei Teil 3. Ich gehe jetzt mal aufs Wasser und da werde ich den filmen. Und ich sage bis dahin viel Spaß beim Zuschauen und tschüss aus den schwedischen Schären.